Boah, schon wieder ist die Zahnpasta leer. Und schon wieder ist das Klopapier alle. Und der Geldbeutel ist auch schon wieder leer. Leer ist für uns deutsche Konsumkartoffeln überhaupt kein schönes Wort. Da klingt es doch fast schon verrückt, dass die wichtigste Tatsache der Bibel mit dem Wort leer zu tun hat. Ich spreche nämlich von dem leeren Grab von Jesus und der Auferstehung der Toten. Falls du dich nämlich fragst, was an Ostern eigentlich gefeiert wird, yep. Genau das. Die ganze Geschichte dazu kannst du im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel nachlesen. Hier. Und hier ein kleiner Tipp für dich, falls du die Christen alle für Spinner hältst. Wenn du einen Christen so richtig in die Pfanne hauen willst, dann musst du eigentlich nur beweisen, dass die Auferstehung der Toten und das leere Grab von Jesus historisch nie stattgefunden hat. Ganz easy eigentlich. Denn wenn das alles nicht stimmt, hat ein Christ ein ziemliches Problem. Der viel zitierte Apostel Paulus schreibt zum Beispiel im Neuen Testament, angenommen, es gibt wirklich keine Auferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben nämlich bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Puh, der alles entscheidende Punkt ist also, wenn das Grab von Jesus nicht leer war, dann waren es zumindest die ganzen Versprechungen von Jesus. Dann ist alles nur leeres Geschwätz. Im Text von Lukas 24 kannst du eben auch nachlesen, dass selbst die engsten Freunde und Begleiter von Jesus ziemlich überrascht über das leere Grab von Jesus waren. Sie konnten es einfach nicht glauben. Ich meine, sie haben doch gesehen, wie er am Kreuz starb und auch, dass er in ein Grab gelegt wurde, dass ein großer Stein davor gerollt wurde und dass auch römische Soldaten nun dieses Grab bewachten. Man wollte schließlich verhindern, dass jetzt irgendwelche Spinner von den Jesus-Nachfolgern kommen und einfach diesen Leichnam klauen. Das hätte gerade noch gefehlt. Die Freunde und Nachfolger von Jesus waren ganz schön deprimiert und verzweifelt, als Jesus am Kreuz starb. Die Bibel verschweigt den Zweifel der ersten Elite also nicht. Die Bibel verschweigt allerdings auch nicht, dass aus diesen Frauen und Männern, die so verzweifelt und hoffnungslos waren, plötzlich eine Kraft, eine Freude, eine Hoffnung entsprungen ist, die mit nichts zu vergleichen ist. Sie verbreiteten die Botschaft um Jesu Tod und Auferstehung zuverlässig. Sie litten bereitwillig und starben mutig. Was also ist geschehen? Die ersten Christen lebten keinen leeren Fanatismus oder inhaltsleeren Glaubensgehorsam. Sie waren auch schon gar nicht bereit, für eine Lüge in den Tod zu gehen. Im Gegenteil, sie lebten ja gerade kompromisslos in der Wahrheit, deckten Schuld auf, Missstände und sogar Selbstbetrug. Das Neue Testament ist alles andere als eine Selbstbeweihräucherung der ersten Gemeinden. Die meisten Briefe berichten davon, dass in den ersten Gemeinden noch ganz schön viel drunter und drüber ging und das ziemlich hart und zum Teil sehr deutlich angesprochen wurde. Man liebte und lebte den Gedanken, sich selbst im Licht Gottes und auch die eigene Gemeinde in der Wahrheit zu betrachten. Und ihre zentrale Botschaft war zu jeder Zeit: Jesus ist aus dem leeren Grab ausgezogen, um in unsere Herzen einziehen zu können. Diese Botschaft hat eine Ewigkeitsperspektive, die weit über den eigenen Tod hinausgeht. Wer die Botschaft und die Lehre von Jesus nur auf diese Welt, auf dieses Leben hier auf dieser Erde bezieht, der starrt letztlich auf einen ziemlich inhaltsleeren Ort. Der lebt einen inhaltsleeren Glauben. Denn die Bibel berichtet davon, das Grab von Jesus war leer. Er blieb nicht tot. Und die ersten Christen waren sich sicher, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Und das hat ihr ganzes Leben verändert. Was also suchst du an Ostern? Eier und hohle Schokohasen oder den auferstandenen Herrn?